Kein Schmerzensgeld für die Opfer, die Hinterbliebenen des tragischen Germanwings-Absturzes. Das hat heute das Landgericht Essen entschieden und ist damit begründet, dass es gar nicht Aufgabe des Gerichtes wäre, die Ursachen zu hinterfragen. Man sei kein Untersuchungsausschuss und überhaupt. Für die Hinterbliebenen sicherlich traurig die Aussicht des Gerichtes, dass für die Flugsicherheit doch nur die Bundesrepublik Deutschland zuständig sei und man daher gegebenenfalls sich an diese zu halten habe. Selbst wenn Ärzte etwas übersehen hätten, wäre es eben Aufgabe einer anderen Organisation und müsste diese verklagt werden. Natürlich ein peinlicher Moment auch für die beteiligten Rechtsanwälte, wobei ich ehrlicherweise auf deren Seite bin. Ich hatte ja das Thema Amtshaftung, ist die Antwort durchaus ausgegeben, aber es ist doch klar, wie ein Amtshaftungsverfahren hier laufen würde. Man würde zu dem Ergebnis kommen, dass während der Überprüfung der Voraussetzungen der Flugsicherheit keine Fehler gemacht worden sind und diese konkreten Aspekte nicht vorhersehbar sind. Und das muss man an der Stelle wirklich auch als ehrliche, wahre Antwort so stehen lassen. Denn es ist nun mal Faktum, ihr Lieben, dass niemand dieses tragische Unglück vorhersehen konnte. Wenn überhaupt, dann ist es Aufgabe der Kollegen, der Vorgesetzten, der Bordcrew, solche Hinweise mitzuteilen. Und damit läge die Verantwortung sehr wohl bei der Lufthansa oder deren Tochter Germanwings eben. Und damit wäre deren Verantwortlichkeit eindeutig. Der Hinweis auf andere Verantwortlichkeit offenbart im Übrigen dabei auch die Probleme unseres Rechtsstaates. Man könnte ohne weiteres das Verfahren hier so gelten lassen und im anderen Verfahren könnte ein anderer Richter entscheiden und sagen, tut mir leid, Amtshaftung scheidet aus, weil die naheliegendere direkte Haftung der Handelnden gegeben ist. Für die betroffenen Eltern, Großeltern, Kinder eine äußerst traurige Entscheidung. Zwar hat das Gericht dazu Stellung genommen, dass es nachvollziehbar ist, wenn Menschen hier antworten wollen, aber diese Antworten selber geben wollte das Gericht nicht. Es wollte sich nicht die Mühe machen, hier zu hinterfragen und es wollte auch keine Mitverantwortlichkeit darlegen. Dabei sehe ich in rechtlicher Hinsicht, wenn überhaupt, wenn die Auffassung des Gerichtes richtig sein sollte, zumindest ein Mitverschulden des Verschweigens von wesentlichen Indizien. Natürlich ist es wie immer schwer, das Verfahren einzuschätzen, wenn man die Akte nicht kennt, wenn man die Argumente nicht kennt, warum man die Verantwortlichkeit der Germanwings hier annehmen möchte. Ich glaube aber, dass die Kollegen hier sehr wohl die richtige Klageart gewählt haben und hoffe inständig, dass sich die betroffenen Familien zu einer Berufung hinreißen lassen und das OEGH dann den Mut hat, Wahrheiten auszusprechen. Wir wollen ja nicht vergessen, dass die Lufthansa 2,9 Milliarden Euro von diesem Land erhält. Das sollte doch noch Geld für Schadenersatz übrig bleiben. Für Active News, euer Michael Langhans.